Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer weiteren actiongeladenen Runde Let's Play Fallout New Vegas hier auf gronkh.de bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr wisst wie es ist, mir ist mal wieder das Spiel abgeraucht, deswegen dieser plötzliche Einstieg, aber ist ja alles auch nur halb so schlimm, denn wir wollen ja jetzt als nächstes, zack, immer noch den Rumsern hier helfen, haben auch noch einiges zu tun. Ja, wir müssen, denke ich mal, eine bestimmte Rufstufe erreichen, damit die uns so sehr vertrauen, dass sie uns all ihr Geld geben. Nein, natürlich nicht. Dass sie uns quasi unterstützen wollen. Was ist das denn hier für eine Tür? Nee, ist ein Kasten. Ach so. Boah, jetzt war ganz schön laggig hier. Mensch, Mensch, Mensch. Die Frage ist, wem kann ich jetzt noch helfen? Dem Doc kann ich noch helfen. Aber da weiß ich noch gar nicht. Doch, ist der vielleicht hier in diesem Gebäude drin? Das sieht schon fast so aus, als könnte hier jemand drin sein. Nellis Schule. Ne, da ist nichts drin. Was haben wir hier? Als nächstes haben wir... Ah, Krankenstation. Hier werden wir natürlich den Doc finden. Mal schauen, was der für eine Arbeit für uns hat. Ich weiß, dass Mutter Perlin erlaubt hat, Nellis frei zu erkunden, Außenseiter. Aber ich habe Patienten, um die ich mich kümmern muss. Ich suche nach Möglichkeiten, um mich nützlich zu machen. Ich habe drei Patienten hier, die beim Kampf gegen die Riesenameisen im Generatorengebäude vor ein paar Tagen schwer verletzt wurden. Ihre Wunden sind soweit versorgt und sie sind stabil, aber in schlechter Verfassung. Haben Sie eine medizinische Ausbildung? Habe ich nicht, aber ich könnte lügen. Ich vermute, dass die tibulare Physis der Ameise den Traxis des Patienten durchstoßen hat. Tja, also, ich weiß nicht recht. Da könnte was dran sein, ja. Sehen Sie sich das doch mal genauer an. Daumen hoch, wird gemacht. Ja, also hier hätte man jetzt entweder Sprache ein bisschen, so wie wir es haben, oder halt Medizin geskillt haben. Deswegen sind wir erstmal ganz doktorhaft und schauen jetzt hier erstmal auf die... Das sieht schon sehr nach einer Hand aus. Gut, dann gucken wir doch mal. Versuchen, ihn zu behandeln. Dieser Mann scheint eine schwerwiegende Infektion zu haben. Eine falsche Behandlung wäre tödlich. Möchten Sie ihn behandeln? Medizin von mindestens 40 erforderlich. Ort, hier ist 60 erforderlich. 50... Ja, drei Patienten und die sind alle viel zu sehr, alle viel zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann ja gucken, dass ich, vielleicht habe ich ja noch irgendwie ein Item, was mir jetzt kurz ein bisschen was dazu, es gibt mir aber auch nur maximal, ja, wir schauen mal. Okay, das hilft bestimmt nicht. Ich speichere mal ab und dann probieren wir das einfach mal so, den Patienten zu behandeln. Wenn es nicht klappt, haben wir ein Safe Game. Aha. Als Sie dem Patienten die ersten Medikamente verabreichen, steigt sein Fieber sprunghaft an und seine Atmung beschleunigt sich. Seine Erkrankung übersteigt ihre Fähigkeiten bei weitem. Oh, negativer Ruf bei den Rumsern erworben. Das wollte ich eigentlich nicht, deswegen laden wir... Obwohl, wir können ja noch mal ganz neu laden und können vielleicht sagen, dass wir gar keine Ahnung haben. Ich weiß, dass Mutter Perlin erlaubt. So. Ich habe drei Patienten. Tut mir leid, ich weiß leider nicht genug, um zu helfen. Ich wünschte, es wäre anders. Schon gut. Ihre Behandlung obliegt mir, aber mein gesamtes medizinisches Wissen stammt aus einem alten Erste-Hilfe-Ratgeber. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen sonst noch helfen könnte. Ja gut, aber das heißt, wir können uns ihm auch nicht nützlich machen. Tschüss. Außer wir skillen Medizin hoch, aber das dauert jetzt natürlich. Da müssen wir wenigstens, um auf 60 zu kommen, zwei Level machen und die komplett in Medizin investieren. Was ich für recht sinnlos halten würde, denn... Ja, denn, ne? Ne, das ist die Frauenbaracke, da wollen wir jetzt nicht rein. Ich will eigentlich nochmal zur Pearl... Nochmal mit der quatschen. Denn vielleicht hat das jetzt ja mit dem Generator gereicht, dass sie mir hilft. Irgendwie so. Ich schaue einfach mal nach und dann... Ansonsten denke ich mir einfach irgendwas aus. So, Pearl, da bist du ja.
Wie verläuft Ihr Besuch bei uns, Fremdling? Ich muss sagen, Pearl sieht in diesem Spiel als Charakter mit am besten aus. Nicht, weil sie so wunderschön ist, das ist sie nämlich nicht, aber so von der Sache her ist das wirklich mal ein Charakter, der nach einem Spiel aussieht, das 2010 erschienen ist. Der Rest sieht ja hier mal alles etwas nicht so toll aus. Sagen Sie mir, was erzählt man sich denn so über mich? Ich höre immer mehr, wie unsere Leute Gutes über Sie erzählen. Sehr gut. Tschüss. Gut, das heißt also, dem Doc konnten wir jetzt nicht helfen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte, denen wir hier zur Hand gehen können. Wenn wir so lang gehen zum Beispiel. Ich glaube, da kommen wir aber wieder zurück zur Geschichtsstunde, oder? Na, wir gehen da einfach mal hin und probieren das mal aus. Ne? Kann ja nicht mehr als schief gehen oder so. Und jetzt zieht doch gerade ein ganz schöner Sturm auf, muss ich sagen. So. Da Sie jetzt die Geschichte unserer Leute... Gut, wir fragen ihn noch ein bisschen aus. Vielleicht bekommen wir dann ja Ruf, weil wir so, ja, so wissbegierig waren. Fragen Sie los. Okay, warum verließen Ihre Vorfahren die Sicherheit einer Vault? Sie wissen also von den Vaults? Ja, wir lebten in so einer. Unsere hatte die Nummer 34. In unserer Vault hatte jeder Waffen, aber der Aufseher erlaubte nicht, dass die wirklich Lustigen abgefeuert wurden. Ich denke mal, dass die kleinen Knaller und Kracher auf den Schießständen bald langweilig wurden. Ah ja. Ihre Leute waren bereit, alles für den Preis der Freiheit aufs Spiel zu setzen? Und in Nellis fanden wir sie. Wir haben seit meiner Geburt zwar keine Atombomben mehr gezündet, aber ansonsten ist alles erlaubt. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Okay, das sind hier echt ganz schöne Waffennarren. Aber wir haben gerade gesehen, wir haben positiven Ruf bekommen. Das heißt, wir quatschen jetzt mit ihm und vielleicht reicht es danach ja aus. Ich bin überrascht, dass Nellis leer war, als ihre Leute es fanden. Vor hunderten von Jahren explodierten hier mehrere Atomsprengköpfe, die die Basis hochradioaktiv verseuchten. Die Wilden des Ödlands, allesamt Unwissende, mieden Nellis aus Gewohnheit. Aber ein wenig Strahlung hat euch nicht verscheucht. Achso, das wäre jetzt quasi die positive Antwort. Wir könnten aber auch negativ antworten und sagen, ja, schon etwas blöde, sich einen radioaktiven Schrottplatz als Heimat zu suchen. Ah, und wir können hier auch mit Wissenschaft punkten, während ihr einen Geigerzähler aus der Vault mitgebracht hattet. Ja, das ist nämlich schlau. Ganz genau. Sie sind sehr gebildet für einen Außenseiter. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Ja, ich habe ganz viele Fragen. Wie können Sie vollkommen abgeschnitten von der Welt überleben? Nellis ist eine vollkommen autarke Gemeinschaft. Wir ziehen Wasser aus dem Lake Mead, haben eine Solaranlage für Strom und bauen eigenes Getreide an. Der Einfallsreichtum Ihrer Leute ist bemerkenswert, wäre die positive Antwort. Die negative, die schlechte Ernährung erklärt weite Teile Ihres Verhaltens, das übrigens wirklich extrem mies ist. Okay, also Sie sind nicht unfreundlich, aber man merkt eben, dass die alle so nach dem Motto sind, ja, haha, wem bomben wir denn heute in die Luft? So ein bisschen Amerika-mäßig. So, der Einfallsreichtum Ihrer Leute ist bemerkenswert. Danke, unsere Autarkie ist ein Grund für unseren Stolz. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Warum gibt es auf einer Basis der Luftwaffe Haubitzen? Ja, die waren nicht hier, als wir Nellis entdeckten. Wir fanden die Geschütze in einem riesigen Waffendepot namens Area 2, viele Meilen von hier. Es dauerte Wochen, die Geschütze nebst Munition nach Nellis zu ziehen. Und seitdem haben wir auch unsere Heimat nicht mehr verlassen. Aha, jetzt können wir mit der Sprache punkten. Sie sind wirklich ein entschlossener Haufen, oder mit Sprache. Diese Haubitzenbatterie ist ein Beleg für die Härte und Entschlossenheit ihrer Leute. Oder die schlechte Antwort, yeah, ihr seid wirklich verrückt nach allem, was Boom macht. Vielen Dank, ich werde das weiterleiten. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wie hat Nellis ihren Leuten das Fliegen beigebracht? Nachdem wir wieder Strom hatten, bemerkten wir, dass einige der komplizierten Stühle, in denen wir schliefen, Virtual Reality Simulatoren waren. Wir glauben, dass in ihnen Kampfpiloten ausgebildet wurden. Wir benutzen sie ausgiebig. Ich habe schon über 500 chinesische Xian-85-Jäger abgeschossen.
Und bevor Sie jetzt fragen, nein, Sie dürfen die Simulatoren nicht benutzen. Die sind nur für uns. Tut mir leid. Oh, schade. Ja, jetzt können wir wieder mit der Sprache punkten. Wir hätten als positive Antwort, natürlich, ihr würdet nicht wollen, dass ein Außenseiter fliegt. Oder, oh, den mürrischen Felsen der Erde zu entschlüpfen und zwischen den Vögeln zu tanzen. Oder die schlechte Antwort, Simulatoren, ha, das ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein Absturz passiert. Das ist wunderbar. Genau so ist es. So frei, so... Worte werden dem nicht gerecht. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Woher haben Sie erfahren, wie man einen alten Bomber finden kann? Wo man einen alten Bomber finden kann? Oh, das war schon lange vor meiner Geburt bekannt. Lloyd fand irgendwo auf der Basis eine Akte mit Zeitungsartikeln, Fotos und sogar einer Karte. Dieser Bomber, offensichtlich der 29. seiner Art, ist wohl am 21. Juli 1948 in den Lake Mead gestürzt, vor über 300 Jahren. Nach den Fotos ist er eigentlich intakt und die Karte zeigt genau, wo wir ihn finden. Nur, dass wir Nellis seit Jahrzehnten nicht mehr verlassen haben. Ich freue mich darauf, den alten Bomber fliegen zu sehen oder mit reparieren, was wir nicht haben. Vielleicht könnte man die Triebwerke unter Wasser zünden und so an Land springen. Oder schlecht, träumen Sie weiter, das Flugzeug wird niemals fliegen. Ja, wir sind positiv. Das wird bestimmt spektakulär, nicht wahr? Sie sollten mit Loyal reden. Sie können sicher helfen. Wäre doch nur jeder so an der Geschichte interessiert wie Sie. Vielleicht sollte ich die Schlachten spielen oder lernen, die Stimme zu verstellen. So, auf Wiedersehen. Lassen Sie sich nicht in die Luft jagen. Vergötter, die Gemeinschaft verehrt Sie wegen Ihrer ausgiebigen Unterstützung und Ihres guten Willens. So. Guti, jetzt werden wir hier vergöttert. Das muss doch jetzt eigentlich theoretisch reichen. Dass uns, genau, abgeschlossen, den Rumsern in Nellis helfen. Ja, wir haben es geschafft. Die Rumser mögen uns. Und wir kehren jetzt zu Pearl zurück. Und... ja, bekommen dann hoffentlich die Unterstützung in unserem Kampf gegen, ja, die Einige RNK und die Legion. Aus dem Hawthorne-Armee-Depot zu stammen. Hat eine lange Geschichte, dieser Ort. Okay. Weiß Cass vielleicht mehr? Wir sprechen mal mit ihr. Im Lucky 38? Bin mir nicht sicher, ob das Segen oder Fluch ist. Dann ste... nein. Okay, gut. Okay, ich dachte das. Okay, Pearls Baracke. Wir gehen rein, da ist Pearl und jetzt müsste hier eigentlich alles klappen. Sie haben sich wirklich das Vertrauen meiner Leute verdient, mein Kind. Tja, ich glaube schon. Ich habe alles getan, was ich konnte, um auszuhelfen. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie Ihren wahren Wert zeigen. Die Leute hier akzeptieren Sie langsam. Finden Sie Loyal und befragen Sie ihn über den größten Traum unserer Leute. Er wird Ihnen sagen, was dann zu tun ist. Okay, gut, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ja, jetzt müssen wir natürlich den Bomber bergen. Das wird dann quasi die nächste Questreihe werden. Aber gut, wir sind ja zu allem bereit. Wo Loyal ist, wissen wir auch. Deswegen schlendern wir kurz zu ihm hin. Ich speichere mal schnell zwischen. Falls jetzt hier irgendwas... gut, das brauche ich eigentlich nicht machen, kurz nachdem ich aus einer Tür rausgehe. Naja, ist ja auch egal. So. Ich komme hier nicht durch, verdammt. So, eben hier lang. Tore öffnen. Und dann treffen wir ja irgendwo Lyle. Dahin ist er. Ja, der hockt schon wieder rum, weil er ist alt und schwach. Pearl hat mir ausrichten lassen, es sei in Ordnung, Ihnen von der Dame im Wasser zu erzählen. Die Dame aus dem See, was ist das? Vor langer Zeit... lange vor dem Krieg, der fast alles vernichtete, was hier gelebt hat, stürzte hier ganz in der Nähe ein Bomber ab. Ein Bomber war ein Flugapparat, der Sprengstoff auf Dinge abwerfen konnte, die er überflog. Aber ich schweife ab. Weiter im Text. Dieser Bomber stürzte in den Lake Mead, blieb aber fast intakt. Als wir nach Nellis kamen, sehen Sie, da fand ich diesen Artikel in einem Magazin darüber. Es gab eine weitere B-29 in der Nähe. Sie gehörte zu einem Museum. Konnte nicht fliegen, war aber ein prima Ersatzteillager. Können Sie mir folgen? Seit ich ein junger Bursche war, habe ich davon geträumt, die Dame aus dem See zu bergen und wieder zum Leben zu erwecken.
Was meinen Sie dazu? Ist euch mal aufgefallen, alle, die aus einer Vault stammen, haben ja diese Pip-Boys. Das sieht man hier auch sehr gut an denen, ihren Armen. Ja, wo liegt dieser Bomber? Sie liegt auf dem Grund des Lake Mead. Ich markiere ihre Position auf ihrer Pip-Boy-Karte. Wie soll ich denn einen Bomber vom Grund eines Sees bergen? Ganz einfach. Bringen Sie Schwimmkörper am Flugzeug an und lassen Sie es aufsteigen. Hier ist ein Fernzünder. Sind die Schwimmkörper am Flugzeug angebracht, betätigen Sie vom Ufer aus den Zünder. Die Auftriebskraft besorgt den Rest. Wenn es so einfach ist, warum haben Sie es dann noch nicht gemacht? Vielleicht haben Sie das noch nicht begriffen. Seit über 50 Jahren hat keiner von uns, nicht ein einziger, einen Schritt aus Nellis herausgetan. Und jetzt kommen Sie daher mit all Ihrem Wissen um die Welt da draußen. Anscheinend ist die Zeit endlich gekommen, die Dame zu bergen. In Ordnung, ich bin dabei. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Na, wir brauchen Ihr Vertrauen. Gut, hier sind die Schwimmkörper. Finden Sie das Flugzeug, machen Sie sie daran fest und drücken Sie den Knopf. Alles klar. Irgendein Vorschlag, wie ich auf den Grund von Lake Mead komme, ohne zu ertrinken? Versuchen Sie es doch mal mit Luft anhalten. Wenn Ihnen das nicht gut genug ist, reden Sie mit Jack. Der hatte da mal ein Atemgerät in Arbeit. Oh, gute Idee. Jack, komm mal her, ich brauche ein Atemgerät. Hallo, brauchen Sie noch was? Ja, ein Atemgerät. Ich brauche nur ein paar Teile eines Druckkochtopfs, um das Atemgerät luftdicht machen zu können. Wissenschaft 45. Maisgriffel, Gummischlauch und ein entfettbarer Klebstoff sollten ein gutes, hermetisches Siegel abgeben. Eine geniale Idee. Das kann ich sofort zusammenbauen. Bitte sehr, ein neues Atemgerät. Huhuhu. Lassen Sie sich nicht in die... Alles klar, sehr gut. Ja, gut, dass ich Wissenschaft ein bisschen geskillt habe. Deswegen konnten wir jetzt hier auch weiterkommen und müssten nicht erst diese komischen Druckdinger suchen. So, jetzt aktivieren wir erstmal unsere Quest und die ist immer noch die gleiche. Dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Wo geht's jetzt hin? Zum Lake Mead, abgestürzte. Ja, und wir können, um da hinzukommen, am besten über den Lake Las Vegas und dann da so rum, würde ich sagen. Oder wir gehen zum Fort, da bin ich ja verrufen. Ich könnte mal testweise zum Fort gehen. Gut, kurz mal hier schnell speichern. Ich versuch's mal über das Fort. Ich werde allerdings sterben.